Entkomme? Wow, und willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Into the Pit. Folge der Kreatur ist unsere Aufgabe. Denn vielleicht... Wie bitte? Denn vielleicht hat er was damit zu tun, wo Chip und Mike sind. Wir haben gesehen beim letzten Mal, dass er... Oh, ich muss die Katze nochmal spielen. Hat sich gespeichert, egal. Jedenfalls, das haben wir gesehen beim letzten Mal. Und dann sind wir abgehauen. Wir hatten uns... Wo hat er es versteckt? Irgendwo unter dem Zuschauer was versteckt. Hier haben wir es versteckt. Glaube ich? Ja, auf der anderen Seite waren wir eigentlich. Aber egal, würde uns hier nicht finden. Er ist halt ein Loop, er kriegt das nicht. Kannst du gehen? Ja? Geh bitte. Okay, bye! Oh, Gott sei Dank, weg ist er. Ich muss hier raus und Mike und Chip retten. Entkomme! Okay. Dann ignorieren wir Mike und Chip. Nein, ich muss sie finden. Heißt, wir können da nicht lang. Sollen wir wieder hier reingehen? Ist das eine gute Idee? Vielleicht können wir uns hier umschauen irgendwo? Verschlossen, verschlossen. Es bewegt sich nicht. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, wo wir gerade waren? Nee, das ist eine dumme Idee. Warum steht die Tür offen? Warum steht die Tür offen? Wir können da gar nicht rein. Er lässt es nicht zu. Okay. Er please only. Auch nicht. Bisschen lag das Spiel. Ist aber nicht ehrlich gesagt so wirklich genau warum. Ah, okay, hier können wir rein. Entkomme? It's Warpit! Rein da! Was? Do not use. Wir haben uns wieder in die Zukunft teleportiert, glaube ich. Da ist er! Das ist Jeff höchstpersönlich. Oh, nee, das ist... Okay, das ist Papa. Der andere war Oswald. Wie ist denn Oswald? Der andere war gerade Jeff, der Einwohner. Nee, ich Einwohner, der Besitzer. Das ist Dad. Oswald! Was hast du dir mal gedacht, dich mit diesem ekligen alten Ding da zu verstecken? Hast du mich nicht rufen gehört? Oh, Papa! Nein! Komm raus da! Komm raus da! Papa! Komm raus! Oh, Gott sei Dank. Papa, geht's dir gut? Huh? That's not my dad. Schlaf gut, Jungs. Oh, warte, Jeff, ich glaube, mit meinem Papa stimmt was nicht. Er sieht ganz normal für mich aus. Der Staub hat dir wohl den Kopf verdreht, Junge. Geh nach Hause und entspann dich. Warte! Dad! Jeff, ich... Oswalds Haus. Nacht 1. Jetzt geht's erst richtig los. Was hast du mit meinem Vater gemacht? Wo bringst du mich hin? Woher? Woher weißt du überhaupt, wie man fährt? Habt ihr die Rückspiegel gesehen? Mein Haus? Woher weißt du, wo ich wohne? Nicht fliehen. Springtrap oder Springborny hat uns. Ich gehe jetzt einfach mein Zimmer und schlafe, okay? Das wird bestimmt funktionieren.
Was geht ab? Was soll ich machen? Oh, ich rufe Mama an. Sie weiß sicher, was zu tun ist. Papa lässt sein Handy immer zu Hause. Ich wette, es ist in seinem Zimmer. Wir sollen uns jetzt rausschleichen? Sicher? Oh, wird das jetzt so wie, oh, wie hieß das Spiel? Das ist jetzt so wie Poppy, nee, nicht Poppy, das hieß Mr. Hobbs Playhouse, so hieß das, wo wir so über die Dinger rüberspringen müssen, sonst kriegen sie uns noch. Warum leckt das denn so? Ich muss da was dagegen tun. Ah ja, jetzt haben wir es gefixt. Aber währenddessen ist mir aufgefallen, dass hier neue Bilder sind, die man unschwer erkennen kann. Was soll das darstellen? Our House. Dachboden, Oswald Zimmer. Elternschlafzimmer, Flur 1, Flur 2, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Keller. Aha. Keller, sagst du? Bonnie? Ich habe vorhin gesehen, bei irgendeinem Bildschirm. War das hier? Ja, hier beim Komfort-Bildschirm. Nee, nicht hier. Nee, bei irgendeinem Bildschirm habe ich aber auch gesehen, dass da ein Bild von dem Vater war. Keine Ahnung, was wo es war. Aber ey, sieht das Zimmer nicht voll aus wie das aus FNAF 4? Irgendwie schon, oder? Irgendwie schon. Papa hat mir diese Lavalampe von einem Flohmarkt geschenkt. Ziemlich retro, aber ich finde sie cool. Boah, ich liebe Retro, Mann. Ich habe wichtigere Dinge zu tun als Hausaufgaben. Ja. Ja, das schätze ich, das haben wir. Haben wir da so ein Bonnie-Plüsch? Hm. Nett. Jetzt, wo der Sommer vorbei ist, brauche ich diesen Ventilator nicht mehr. Und trotzdem ist er an. Dieses geht nicht mehr aus. Doch, jetzt ist es aus. Was ist das für ein Poster, Mann? Hier sitzt gar nicht, aber. Seltsam. Oh, hab ich's getan? Stimmt, ich glaube, wenn wir uns hier unterm Bett verstecken, sollten wir erstmal das Licht ausmachen. Okay. Das soll ich mir merken. Ruf Mama an. Das ist die Aufgabe. Okay, hier wohnen wir. Das ist mein Zimmer. Das ist aber so ein Schild drauf. Wenn dieses Ding hier stehen würde, wäre es dann ein Hase im. Wäre es dann ein Hase im Spiegel? Oder mein Papa? Hm. Das sieht so aus, als würde es viel Lärm machen. Hm. Gehen wir mal hier rein. Super. Flur 1. Gerade am Flur 2 ist es Flur 1. Ich kann auch das Licht ausmachen. Ein Buch. So viele Zahlen. Das muss ein Telefonbuch sein. Ah, Telefonbuch. Schau. Was war das? Da ist irgendwas runtergefallen. Spinnen. Hier, was ist das? Hallo? Da stand gerade Freddy's Maske. Freddy's Maske. Nee, Freddy Maske. Warum würde jemand so aussehen wollen wie dieses Ding? Handelbarer Gegenstand. Also er will sich aufsetzen, weil er denkt sich, was ist so voll idiotisch, wenn er sich das aufsetzen. Okay. Kollege. Mama hat mich darauf immer in den Schlaf gewiegt, als ich ein Baby war. Das glaube ich dir, Mann. Töten die mich gleich. Mit zu Fledermäuse. Warum ist mein Bildschirm rot? Sieht so aus, als ob eine Batterie drin vergessen wurde. Ich nehme sie einfach mit. Da steht immer, was ich für Items eingesammelt habe. Okay, ich kann mich in der Kiste verstecken? Warum sollte mich Springborn hier suchen? Das sieht so aus, als würde es viel Lärm machen. Und wo kommt der Luftgeräusch? Ich gehe runter. Schon alles safe. Schon alles sicher. Schon ist da nichts los. Schon ist alles super. Hier ist alles super. Das würde viel Lärm machen. Okay. Hier ist alles super. Und alles okay. Hier waren wir die Brettspiele auf, die wir für den Familienspieleabend spielen. Früher sind wir ausgegangen, aber jetzt spielen wir noch Brettspiele zu Hause. Ja, warum nicht? Okay, das Jahr ist immer noch dasselbe. Danke, Kalender. Ja. Was haben diese komischen Kinder gemeint? Das sieht so aus, als würde es viel Lärm machen. Das war ein Geschirr, das wir nur an Feiertag benutzen. Achso, das Bjaum bedeutet, ich bin gerade gerannt und war gerade laut. Ich darf nicht laut sein. Was war das? Was war das? Ist er hier? Fernseher. Macht Lärm.
Und was macht hier keinen Lärm? Bitteschön. Ehrlich gesagt, ist das gerade ein bisschen unheimlich. Ich mag das nicht. Im Regal steht ein Bild von Oma. Sie wohnt immer noch in der Nähe. Oh, okay. Geh ich hier rein? Ich möchte nicht, dass Mama allein zu diesem Ding nach Hause kommt. Was war das? Also da ist der Ausgang. Was ist das für ein Geräusch? Ich bin mir unsicher, ob hier irgendwas ist oder nicht. Ob ich verstecken sollte? Okay. Ich kann mich trotzdem umschauen, wenn es dunkel ist. Das ist Mamas Nummer. Mamas Nummer im Inventar, okay. Wieso mehr? Sieht so aus, als würde es Lärm machen. Aha. Mama macht den besten Speck. Sie fragt immer, ob ich mehr will. Es ist meine persönliche Regel, niemals mehr Bacon abzulehnen. Let's Cat. Ja, Mega Cat Studio. Hab dieses Spiel gemacht. Ich habe eine Batterie von meiner Taschenlampe in diesem Schrank gefunden. Noch eine Batterie im Inventar. Rechts haben wir noch nicht. Oh, das ist so die Katze. Das ist die Katze. Wenn die mich anschreit, ist es vorbei. Diese staubigen alten Kissen sind schon hier unten, solange ich mich erinnern kann. Okay. Oh, eine Batterie! Einsammeln. Sei nehmen wir mit. Alles gut. Gewichtswiderstandsmechanismus? What? Okay, Mamas Nummer. 555568. Ich verliere sie besser nicht wieder. Hey, Kumpel, ich habe meine Nummer verloren. Kann ich einfach... Ah, danke. Okay, danke. Sehr nett. Eine gewöhnliche Monozellbatterie. Gewichtswiderstandsmechanismus. Eine Reihe von Gewichten und Hebeln, die der Bewegung eines Joysticks widerstehen können. Okay. Ein Seil. Staubig, aber stabil. Wir können uns in der Kiste verstecken. Und wie immer, würde ich immer sagen, Licht aus, dann wegrennen. Warum ist es rot auf dem Bildschirm? Ist da Blut in der Wand? Hier vorne? Sieht so aus, ne? Also für dich zumindest. Okay, hier sind wir wieder im Hauptflur. Hier kann ich mich verstecken. Warum auch immer ich das sollte. Als ob ich mich hier beim eigenen Haus verstecken müsste. Ach was. Was ist hier drin? Na, was ist hier drin? Mama bewahrt ihre medizinischen Kittel hier auf. Hat sie die Batterie gelesen? Gelassen? Hier gelassen? Ja. Danke, Mom. 4 Batterien schon. Kann ich schlafen, der Arme. Ich habe Papas Handy auf dem Nachttisch gesehen, aber ich muss erst einen Weg finden, dieses Ding loszuwerden. Vielleicht kann ich es mit einem lauten Geräusch wecken. Oh, hell no, Junge. Ding dong. Ich war's. Unterm Bett. Oh, Idiot. Ich verstehe es jetzt. Ich soll wahrscheinlich nach ganz hinten rennen, ein lautes Geräusch machen. Dann hinten mich verstecken, warten bis ich höre, wie die Schritte nach hinten gehen, renne ich schnell ins Zimmer, zum Nachttisch. Und dann verstecke ich mich irgendwo. Habe ich recht? Ja, okay. Mein Fehler, dass ich das nicht sofort gecheckt habe. Kann ich wieder klingeln? Ich kann wieder klingeln. Okay, er schläft wahrscheinlich wieder, habe ich recht? Nein. Was habe ich gemacht? Ich habe das Telefon. Telefon öffnen. Das räumigste, veralteste Modell, was man sich vorstellen kann. Okay. Müssen wir es jetzt machen? Okay, schauen wir schon. Was war die Liste? Was war die Nummer? 555-5683. Okay.
Los geht's. Netz drr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 
So, also jetzt spiegelverkehrt, egal. Hier, unten Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, wenn er jetzt eh zum Flur 1 geht. Was? Was? Wieso habe ich jetzt einen Jumpscare bekommen? Hä? Hä? Hab ich was falsch gemacht? Hä? Ist er hier? Nee. Renn! Raus! Oh, Gott sei Dank. Was war das? Warum habe ich einen Jumpscare bekommen? Geh zum Bällebad. Warum bin ich so riesig auf einmal? Okay? Wo lang denn? Hier lang? Du 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 du. Wir können entweder zur Schule um die Uhrzeit, Bibliothek, das Werk oder zur Pizzeria. Ja, wir wollen eigentlich zur Pizzeria, aber schauen wir uns erstmal um, ehrlich gesagt. Ich will mal in die Schule. Wir wissen, was das bringt. Schule Nacht 1. Boah, das ist echt gruselig, das Game. Geh jetzt in Bällebad. Das Spiel sollte übrigens nicht zu lange sein. Das kann man hier nicht viel machen. Okay. Westbrook Middle School. Ja, wie gesagt, das Spiel sollte nicht so lange sein. Das heißt, wir werden es in ein paar Folgen durchkriegen. Aber trotzdem, eigentlich ist das eine nette kleine Zwischendurcherfahrung. Eine Leiter zu tragen macht viel Lärm. Okay, wann haben wir mal eine Leiter getragen? Gar nicht. Also noch nicht. Ich kann hier nicht rein. Okay, dann nicht. Was ist das Werk? Was ist das? Das Werk. Was ist das für ein Name? Wie heißt es auf Englisch? The Work. Oh, den Ort kenne ich aus FNAF 6. Puzzle Matrix? Ein 14-Pin-Chip, der die zufälligen Rätsel im Spiel generiert. Aha. Das Werk wurde vor 3 Jahren geschlossen. Fast alle andere in dieser Stadt ist seitdem auch geschlossen. Schreibfehler. Kollege! Caught you in 4K! Ja. Hier ist Mr. Hux, direkt vor mir. Oh ne, ich habe was aufgesammelt, eine Rattenfalle. Eine gewöhnliche Rattenfalle. Jeff muss mehr davon kaufen. Ja, ich glaube auch, du. Igitt, ich bin ziemlich sicher, dass dieser Müll hier seit der Schließung des Werks liegt. Okay, wir haben ein paar Items aufgesammelt. Nicht schlecht. Hier ist die Pizzeria. Mamma mia, die Pizzeria. Jeff's Pizza. Oh, wir sind bei Pizzeria. Oh. Sie haben nicht mal die guten Geschmacksrichtungen da drin. Hey, Jeff. Du bist noch spät hier, Junge. Wissen deine Eltern, dass du hier bist? Ja. Papa hat das Abendessen verbrannt, also Notfallpizza. Was hat er gemacht? Rahmennudeln. Welche? Die in der Mikrowelle zubereitet werden? Ja. Jau. Ah, okay, ist mir auch schon mal passiert. Wenn man einmal vergisst, Wasser dazu zu geben, verfolgt einen der Geruch für immer. Sollst du nicht zu Hause sein und Hausaufgaben machen oder so, Junge? Nein. Scheint so, als wäre das heutige Angebot ein Stück Pizza und ein Getränk für 3,50 Dollar. So wie an jedem anderen Tag. Boah, 3,50, nochmal Glück gehabt, keine 2,50. Ja, wo gehen wir lang? Pizzeria wirkt total spannend abends. Wie so eine Bar irgendwie. Weiß auch nicht. Gratis Nachfüllung, nur für Wasser. Ich wünsche, es wäre Orangenlimo. Was ist dieses Geräusch denn? Warum ist da eigentlich in der Ecke immer dieses Symbol? Ich weiß auch nicht, warum das da ist. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht, wenn man mit Tastatur und Maus spielt, dass man einfach raufklickt. Oder so. Trotzdem weird. Sehen wir Tonics da? Nee. Hi. Jemand zu Hause? Nö. Okay. Dann gehe ich wieder. Stört ja niemanden, ne? Ciao. Gucken wir uns mal weiter um. Do.
Do you not okay? Was? Sollen wir zurückgehen? Unsere Aufgabe ist literally, geht zum Bällebad. Ja gut, dann gehen wir zurück. Das kann schon schief gehen. Einfach zurück in die Vergangenheit reisen. Das macht nichts. Okay, und jetzt muss ich Papa finden. Stimmt, hier ist ja was passiert. Was? Ist das ein Kind? Das weint? Vielleicht braucht es Hilfe. Find the child. Ein Kind, das Hilfe benötigt. Aber wo nur? Hier will ich eigentlich gar nicht sein. Ein Sicherungskasten. Papa hat mir mal gezeigt, wie sowas funktioniert. Zerlegt sehen sie noch gruseliger aus, als wären dieses, Regal eine Trophäenausstellung von irgendeinem Jäger. Alter. Klingeln. Mitnehmen. Dieses Portemonnaie gehört Papa. Er muss hier irgendwo sein. Papas Geldbörse. Sieht so aus, als hätte Papa mir seinen letzten Dollar für die Opossum-Wette gegeben. Es ist kein Geld mehr da. Wie die kauft das euch sein Mittagessen? Eins von fünf Objekten. Als der Retroladen in unserer Stadt einen neuen Micha-Zentrelix-Roboter reinkam, hat Papa versprochen, mich mitzunehmen, um ihn zu sehen. Ich wollte unbedingt einen haben, aber Papa hatte kein Geld. Ein paar Wochen später hat ihn jemand anderes gekauft und ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Wie ich herausstellte, war Papa derjenige, der ihn gekauft hatte. Er hat wochenlang jeden Tag Überstunden gemacht, nur um mich zu überraschen. Ich habe mich sehr gefreut. Ab dem Zeitpunkt würde ich mich, glaube ich, nicht mehr über Jeff Pizzeria beschweren. So, sehen diese Dinger von innen aus? Besser als aus Fleisch und Blut, schätze ich. Ja. Wäre gruselig, wenn die aus Fleisch und Blut wären, hä? Ich glaube nicht, dass es jetzt hilft. Okay. Sieht so aus, als hätten sie versucht, den hier zu reparieren. Hoffentlich bleibt der Firma kaputt. Bastard! Das hätte ich sagen sollen, oder? Vielleicht lebt er. Alter, das Ding hier vorne, guck mich an. Das ist richtig creepy. Ey, wenn die gleich anfangen zu leben, hä? Eine Fastcoin! Wo ist sie? Hier drin? Oh ne, hier ist sie. Spielmarke, eine goldene Spielmarke, die nur in Spielautomaten verwendet werden kann. Wir können zocken. Da hab ich Bock drauf. Bisschen zocken, warum nicht? Warte mal, wo sind die drei hingegangen? Ja, weg halt. Was haben wir hier? Aufgrund eines Vorfalls mit unserem früheren Freddy Animatronic System bitten wir alle Gäste, unseren Darstellern keine Laser in die Augen zu leuchten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das wäre cool, wenn das Spiel Sound hätte, also so Voice Acting und alles. Selbst wenn es auf Englisch wäre. Alter, da rein guck ich jemand. Das wird doch jetzt aber nicht. Reingekommen. Etwas hat mich gepackt und reingesteckt. Es fühlt sich an, als ob der Anzug zu stoppen würde. Ich denke, ich kann die Schraube mit einem Schraubendreher lösen. Ich gehe und suche einen. Ach du Scheiße. Finde etwas, um das Kind rauszuholen. Okay. Employees only. Da kann ich bestimmt rein. Auch nicht. Kann ich dir irgendwie jetzt helfen? Nein. Ich gehe mal an dir vorbei, ja. Hier vielleicht was? Nein. Geh mal weiter. Hier finde ich gerade nichts. Ein Gutschein. Ja, ein Gutschein würde uns nicht helfen. Hup, hup. Hup, hup. Soll ich einfach gehen? Wait, what? Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Hab ich das Spiel durchgespielt? Was? Bis dann, Papa. Papa zurückgelassen. Hä? Okay, Leute, das war Into the Pit. Hä, was? Ich hab einfach ein Ende gemacht. Ich wollte nicht wirklich gehen. Ich dachte nur, kann ich jetzt gehen?
hab's nur ausprobiert, aber ich wollte es nicht wirklich tun. Aber ganz ehrlich, die hätten jetzt zumindest für dieses Ending, weil es war jetzt ein Ending, die hätten ein bisschen mehr zeigen können, oder? Meint ihr nicht? Ich finde, die hätten ein bisschen mehr zeigen können. Was er jetzt so macht, während er in der Vergangenheit stuck ist, da so ein Killer ist und sein Vater ist für immer weg. So ein Timeskip vielleicht. Sein trauriges Leben hier in der Vergangenheit, wie er damit zurechtgekommen ist. Keine Ahnung, das hätte mich auch interessiert. Da die Folge jetzt leider ein bisschen zu lang ist, würde ich jetzt sogar schon beenden, aber beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall weiter. Wir haben ein Ending. Crazy. Ich werde auch kein Fazit geben, das war ja viel zu kurz. Ich habe eine Stunde oder so gebraucht für ein Ending. Ich weiß, das Spiel ist nicht lang, aber trotzdem. Das ist auf jeden Fall ein schlechtes Ending. Einfach Papa zurückgelassen. Alter. Das ist ein bisschen echt. Oh, DJ Sturf. Cool, dass wir den hier auch sehen können. Und dann. Bis zum nächsten Mal. Yeah. So habe ich noch nie eine Folge beendet. Aber egal. Egal. Egal, yeah. Bitte lass mich nicht alles komplett neu spielen. Ich habe zu viel gesammelt. Yeah. Sammeln. Yeah. Yeah. Gesammelt. Gesammelt. Meteor Bite Studios. Ich muss jetzt so einen Jumpscare machen, aber kein Bock. Thank you for playing. Ja, Mann, thank you for watching und. Das ist ein cooler Heizkessel, Alter, mit so einem N64-Cartridge. Voll geil. Würde ich auch tragen wollen. Hammer. Absoluter Hammer. Ich komme nicht drauf klar, ey. Darf ich wieder? Ich glaube, ich bin wieder im Haus, oder? Hm.